Taritara Tarorakel für Samstag, 14. Oktober 2017. Ich bin Margret. Ich bin Christa Katharina. Christa Katharina, sie ist mit mir hier in der Menschenlehrerausbildung. Und ja, sie stellt sich jetzt mal vor. Christa. Genau. Wo kommst du her? Was machst du so? Also ich komme aus Trier. Und ja, ich bin Podologin, habe eine eigene Praxis und bin ansonsten Energiecoaching. Gibt da auch Ausbildungen oder mache Workshops und bin jetzt auch aufgrund dessen hier auf der Menschenlehrerausbildung, um auch dann in der Zukunft noch mehr ins Coaching reinzugehen. Mhm. Podologin fällt mir gerade ein. Machst du auch Fußreflexzonen? Das mache ich momentan nicht. Machst du mache Energiemassagen. Über die Füße auch? Ja, über die Füße. Über die Füße, genau. Okay. Und was kann man damit bewirken? Also ich nehme über die Füße quasi das ganze Energiefeld des Menschen wahr und bin dann, also schaue mir Blockierungen an auf allen Ebenen, das heißt halt geistig, seelisch, körperlich und ja, scanne das halt quasi ab. Und, also wie muss ich mir das vorstellen? Gehst du, also wenn jetzt das mein Fuß ist, gehst du mit den Händen drüber oder wie machst du es? Also quasi bräuchte ich die Berührung nicht. Okay. Aber ich mache die Berührung, damit der Mensch, also es tut dem Menschen gut, ne? So will ich das jetzt mal einfach sagen. Und es ist einfacher, dem Menschen das näher zu bringen, wenn ich für ihn energetisch was löse. Das weiß der dann schon, das ist dann schon verabredet. Aber das ist für ihn dann vielleicht nicht so befremdend. Okay. Das vielleicht ich dann in die Energiemassage ein. Aber das Arbeiten ist halt mental. Und ich arbeite, also meinen Fokus bilde ich in meiner tiefsten Absicht. Und mit diesem Fokus in der tiefsten Absicht scanne ich sein Aurafeld ab. Okay. Und du scannst das Aurafeld über die Füße? Oder, nein, als Ganzes. Beim ganzen das ganze okay. Feld, ja. Okay. Aber ich kann natürlich auch über die Füße was wahrnehmen, klar. Aber ich schaue dann schon das ganze Feld. Schaust die ganze Aura an? Ja, Füße und ganzes Feld, genau. Und siehst du die Aura oder spürst du die? Ja, ich sehe die Aura. Du siehst die, also du siehst auch die Farben? Manchmal schon, aber das ist für mich jetzt nicht so spektakulär, weil Farben sich verändern eben können, sondern mich ist jetzt wirklich dann eben wichtig zu sehen, woher eine Blockierung, die sich im Jetzt zeigt, kommt. Okay. So, und dann löse ich das. Spannend? Ja, sehr spannend. Spannend. Und sehr wie lange dauert so eine Sitzung? Fürs erste Mal mache ich es meistens eine Stunde, damit ich den Menschen einfach auch ein bisschen kennenlerne und er erzählt mir so ein bisschen was, er hat vielleicht das Bedürfnis auch sein aktuelles Problem zu mir nahe zu bringen, obwohl ich es nicht wirklich wissen muss. Ne? Aber das ist fürs Erste ganz gut. Und es ist wichtig, dass die mit gewaschenen Füßen kommen. Ja, das ist nicht so schlecht. Das wäre sinnvoll, ne? Aber das drückt ja dann auch schon was aus, ne? Wenn sie nicht gewaschen sind. Ja, genau. Also du würdest sie dann erstmal unter die Fußdusche. Ich würde mir dann was ein. Genau, genau. Dann gehst du dann erstmal ein Blütenbad. Ne? Ja, so wohlduftende Essenz. Ja. Aber ich arbeite auch mit Aromaölen. Das kommt auch dazu. Ne? Also die Füße duften hinterher. Die duften hinterher, auf jeden Fall. Okay, Christa, hast du schon mal mit Tarot hast du sowas schon mal in der Hand gehabt? Ja, ich habe schon mal nicht mit einem Buch und so einem Karten beschäftigt, aber nur am Rande. Okay, also wir machen das also wieder. Das ist für mich neu. Ist ja toll, wenn wir Leute haben, die das nicht kennen, weil die sehen immer manchmal mehr in den Karten als ich. Also ich finde das selber sehr spannend. Christa, du darfst mal die 14. ziehen für den 14. 14. Karte, kannst einfach so. 1, 2, ja. Das ist auch ja, das. Ja, okay. So, genau. Das ist deine, genau. Und ich ziehe jetzt die 10. Die hältst du fest. Okay. Und ich nehme jetzt die 10. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. So, jetzt haben wir zwei Karten. Aha. Okay. Das Ass der Münzen und die Königin der Stäbe. Also, du darfst mal anfangen. Du kannst es zeigen, genau. Okay. Ass der Münzen. Gut. Und jetzt guck dir einfach mal die Karte an und assoziierst du einfach. Was siehst du, was würdest du glauben, was diese Karte sein könnte? Also, ich würde da vielleicht einen Goldschatz sehen. Mhm. Würde vielleicht einen finanziellen Energiefluss sehen. Ja, gut. Mir könnte mir gut gefallen. Super.
Ja, dann würde ich halt eben sehen, Reichtum, vielleicht auf allen möglichen, sag ich mal, Ebenen. Mhm. Dann würde ich eventuell auch sehen, dass da ein Tor ist, wo ich für mich selber in die Freiheit gehen kann oder mir die Genehmigung geben kann, halt, sag ich mal, in den Fluss zu kommen, um dieses finanzielle Reichtum zu erlangen. Und ja, ich glaube halt eben einfach auch so der Segen der Schöpfungskraft, ne, der dann irgendwie so gegeben ist. Und es ist halt einfach total spannend dann zu sehen, was jetzt hinter dem Tor so ist. Da sehe ich ja so ein paar Berge. Ne? Genau. Und ja, eine schöne fruchtbare Landschaft dahinter. Super. Das war ja toll. Ne? Mhm. Wird mir gut gefallen, so zum Beispiel. Ja, und das ist ja ein Weg, ne? Ja. Den ich ja beschreiten kann. Genau. Und ja, könnte mir ein Ziel dahinter visualisieren. Dann könnte ich den Weg da mal aufnehmen. Ja, das hat sich super gemacht. Also das Ass der Münzen ist ja, Asse stehen für Chancen. Und hier kommen sie wirklich aus dem Himmel, also aus der himmlischen Hand hier. Und das ist also wirklich eine Chance auf Gewinn. Und der Gewinn, der kann sich in der Liebe, im Beruf, in der Leidenschaft, was auch immer, in Form eines Menschen für dich präsentieren. Ja, also das hat sie sehr gut erklärt. Wir machen es gleich noch genauer, das erstmal allgemein. Und dann haben wir hier die Königin der Stäbe. Die darfst du auch nochmal anschauen. Genau. Gut, ja. Also die Königin der Stäbe. Sieht halt sehr machtvoll aus. Ja. Stäbe stehen fürs Element, fürs Feuerelement. Ah, okay, genau. Okay. Gut, okay. Wenn die Stäbe jetzt fürs Feuerelement stehen, dann wäre das natürlich super toll, ne? Wenn ich jetzt da im Feuer stehe und wenn ich dann die Königin da selber bin, ne? Und dann ich da im Feuer stehe und ich quasi, sag ich mal, im Feuer stehend die Fülle der ersten Karte. Sie ist gut, sie vergisst das nicht. Ja, das, ja, und die Macht habe ich ja anscheinend auch. Ne? Da ist ja dann schon Kraft da, da ist Energie da. Ist aber noch schöne Sachen, ist also nicht so eng verbissen, weil ja noch, ich sehe dann noch so ein Blümchen, ne? Ja. So ein bisschen farbenfroh. Genau. Und ja, da ist dann halt noch so eine dunkle Katze da vorne. Vielleicht sollte ich mir dann noch die Schattenseiten so ein bisschen anschauen, die mich vielleicht noch so ein bisschen hindern. So, oh, ne? Die Katze steht hier eigentlich so für Magie, aber es ist so eine, Königin der Stäbe ist jetzt nicht unbedingt eine Hexe, aber sie hat so Magie in sich und Katzen suchen ja immer magische Energieplätze. Und du arbeitest ja mit Energien. Also natürlich. Da ist doch die Katzen, ich weiß nicht, ob du es schon mal bemerkt hast, vielleicht liegen bei dir auch immer mal Katzen vor der Türe oder so. Nein, die liegen auch schon mal auf meinem Bett, weil ich habe zwei du Katzen. Ja, siehst also deine Katze. Also das passt, ja. Passt, ha? Das passt. Ein Anruf kam und jetzt musste ich das nochmal, so, jetzt machen wir aber weiter mit dem zweiten Teil. Also, ich das nachher zusammenschneiden irgendwie. Die Königin der Stäbe und das Ass der Münzen hier zusammen in Kombination heißt, wenn, also die Königin der Stäbe ist natürlich eine sehr aktive Frau oder eine sehr aktive weibliche Energie, die kann auch in einem Mann stecken. Es geht einfach darum, dass du wirklich deine ganze Energie, deinen ganzen Fokus, deine ganze Absicht auf sehr lockere Art und Weise, weil die ist tatsächlich sehr locker, auf dein Ziel ausrichtest und so. So diese Magie, das ist auch so ein bisschen die Magie der Leichtigkeit, ja, nutzt, um wirklich deine Chance hier zu nutzen. Und das kann in jeglicher Hinsicht sein. Wenn wir es jetzt für die Liebe sehen, dann ist die Königin der Stäbe eben eine sehr feurige, leidenschaftliche Frau, die ihren Partner loslässt, also die... das ist keine, die klammert, sondern das ist eine, die sehr viel Freiheit gewährt und eigentlich ihre Partner durch ihre Großzügigkeit und ihr Feuer eigentlich an sich bindet, ohne dass sie das bewusst macht. Ja? Und deshalb hat sie eine Chance, also diese Art von Königin, also diese Lebenseinstellung, sich mit Feuer und Flamme in der Liebe zu engagieren, gleichzeitig den Partner freizulassen, gibt ihr die Chance auf die Liebe, auf die große Liebe. Das klingt schon mal gut. Genau. Das klingt gut. Jetzt gibt es bei mir eine Kategorie 6. Und die Stäbekönigin ist natürlich sehr leidenschaftlich. Natürlich. Ja, also die will was wissen. Die legt sich nicht einfach hin wie eine Flunder, sondern die ist aktiv, die verführt auch.
mit sehr viel, eben mit sehr viel. Die wickelt ihren Partner um den Finger und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Selbst wenn er nicht will, will er doch. Also irgendwie, die kriegt, was sie will. Und sie kriegt das mit sehr viel Leichtigkeit. Und ja, in der Kiste gibt es heute Sternstunden. Und du hast gesagt, hier gibt es den Gipfel. Also es gibt hier heute im Bett oder wo ihr es auch immer treibt, vielleicht auch in der Küche, gibt es Gipfelerfahrungen. Also es geht wirklich darum, ja, den Gipfel der Lust zu stürmen, ja, so. Es hat ja hier sehr viel Reichtum noch, sehr viel Fruchtbarkeit, also ist auch immer ein Hinweis, es könnte Kinder geben, also natürlich nur, wenn man welche haben will, aber das sind immer auch so das ist eine sehr fruchtbare Karte auch, ja. Okay, dann haben wir Beruf. Berufliche Hinsicht ist natürlich Geldsegen, also es gibt die Chance auf gute Projekte, auf guten finanziellen Gewinn, wenn wir uns mit dieser weiblichen Feuerenergie verbinden. Und das kann auch ein Mann sein. Also wenn du jetzt ein Mann bist, dann hast du entweder mit einer Frau zu tun, die dich da weiterbringt, die dich unterstützt, damit du eben zum Reichtum kommst. Mhm. Oder du aktivierst selbst diese weibliche Feuerenergie. Das ist so ein bisschen auch das empfangene Feuerelement, sozusagen, dass du dich auch zünden lässt von außen. Und dann hast du auch wieder die Chance auf finanziellen Gewinn, auf eine bessere Karriere, auf eine bestandene Prüfung und so weiter. Mensch, das ist jemand mit sehr viel Leidenschaft. Mhm. Ja, so kannst du vielleicht mal noch ein paar Worte sagen. Also du siehst ja so, das ist Leidenschaftliche und vielleicht auch ein Händchen für Geldangelegenheiten, so. Gut, also ich würde jetzt mal so sagen, ne, also von der Leidenschaft her, da stimme ich dir schon mal voll zu, ne? Könnte ich mich der Sache einfach auch so hingeben und so Gipfelerfahrung, ja, das wäre auch so meins, würde mir schon gut gefallen, das passt schon. Ja, und ich sage jetzt mal so, dieses Feuer zu nehmen für so ein Geldsegen, da sind noch ein paar Sachen jetzt, die... Mal ein bisschen mit her, damit du ein bisschen mit drauf bist. Genau. Genau. Also so projektmäßig ne, ist da einiges, sag ich mal, in der Planung. Und ja, es ist halt auch, sag ich mal, ein Wunsch. Ich möchte also momentan auch wirklich viel Geld segnen. Und dann kommt mir natürlich also mein Feuer, ne, möchte ich halt doch auch wirklich ausrichten. Dem ist auch halt einfach so. Da bin ich jetzt auch gerade so im Fließen dahin, ne, so im Feuer halt zu stehen. Ja, und im Grunde genommen ist das alles so, passt das halt alles so. Wie du dir das gerade wünschst, oder? Wie das gerade im Moment so ist, wie ich mir das momentan im Jetzt gerade so wünsche. Aber da es auch die Tageskarten sind, passt das alles auch für dich. Und für mich natürlich auch, weil ich bin ja auch da heute. Und Tipp des Tages, engagier dich, also wecke auch deine Leidenschaft. Also wenn du im Moment, wenn du dich vielleicht heute nicht so leidenschaftlich fühlst, dann leg eine geile Mucke auf, so eine tolle Musik oder schau dir einen Film an, der dich motiviert und bring dich so in diese leidenschaftliche Stimmung. Okay, was will ich und da gehe ich jetzt hin. Manchmal können wir uns eben auch selbst motivieren und motivier auch andere, weil das, was du für einen anderen tust, tust du immer auch für dich selbst. Also wenn du jetzt eine Freundin hast, einen Freund, eine Kollegin, eine Nachbarin, wo es gerade nicht so gut geht, motivier die und du wirst sehen, umso mehr du die motivierst, umso mehr bist du auch selbst motiviert und das passt immer dann für alle. Also wenn du jemandem hilfst, erfolgreicher zu werden, wirst du automatisch auch erfolgreicher. Das ist ein Gesetz, das ist ein universelles Gesetz und das ist der Tipp des Tages, auch nicht immer nur für sich selbst zu schauen, sondern einfach zu schauen, wo kann ich die Leidenschaft in jemandem anders schüren. Und wenn es die Liebesleidenschaft ist, wenn du jemanden hast, wo du vielleicht ein Pärchen hast, wo du weißt, läuft es nicht so gut, die einfach auch zu motivieren, sich mal füreinander wieder einzusetzen und zu engagieren. Das wäre so der Tipp des Tages gewesen. Ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Christa, ich danke dir, Margret, für diese Erfahrung. Und in diesem Sinne, Tari, Tara, Tarot. Tschüss. Tschüss.